Ja, so meine lieben Freunde, Hallöchen, Puppöchen und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Der gefallene Berg, wir müssen zum Bitterklamm gehen. Ja, gestern kam kein Part von Horizon Zero Dawn, beziehungsweise generell nicht, weil ich einfach nur bis Freitag vorproduziert hatte und es bis dato noch nicht geschafft habe, nachzuproduzieren. Also dementsprechend müsste man mir verzeihen. Hab ich Drähte? Nein, hab ich nicht. Ja, den hätte ich zwar jetzt zum Reiten nehmen können, aber auf der anderen Seite, drei Drähte ist auch nicht schlecht. Ich will mal was probieren. Will mal gucken. Das ausreicht. Tatsache, es reicht sogar ein Pfeil aus. Okay, hätte ich nicht gedacht. Ist okay. Nimm ich mal mit. Ja, mit Pfeil und Bogen nicht gelogen, werde ich mir geloben, die Maschinen zu vernichten. Naja, nicht alle sind Maschinen, sind böse. Also von daher, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann hallo. Müsste ich etwas anderes ablegen. Ja, ja, weiß ich, brauchen wir jetzt nicht zwingend. So, wo sind wir dann hier überhaupt? Wo müssen wir hin? Wir können das alles theoretisch gerne erkunden, aber es interessiert mich halt nicht. Kann dieser Tipp jetzt auch mal verschwinden? Inventar. Modifikation. So, jetzt haben wir was zerlegt. Ja, Schadenspulen ist zwar ganz schön. Ich habe immer noch nicht gecheckt, wie man Speere irgendwie reinsetzt. Ist zwar schön, dass auf YouTube zumindest die Kommentare entspannt sind, aber man kann es auch ein bisschen übertreiben. Vor allem halte die Kommentare bitte politisch frei. Ich will hier spielen, um zu entspannen, zu chillen. Um den Sorgen dieser Welt mal zu entkommen. Hallo, Schnappmaul. Will zwar jetzt nichts sagen, aber da müssen wir durch. Weißt du, was drauf geschissen? Mir juckt's in den Fingern. Hab zwar keine Ahnung, warum das geleuchtet hat. Wie hast du mich getroffen, du Lappen? So. Damit. Easy. Jawollinge. Will zwar jetzt nichts sagen, aber war das ein Bug? Mitten ins Ziel. Yo. Er hat gesessen. Ich will zwar jetzt nicht sagen, das war ein Problem, aber es war jetzt auch nicht die schlauste Idee. Immer schön ins rote Licht rum. Ja, Wollinge. So, dann gibst du noch was ab. Dreh dich rum, Lümmel. Komm mal her.
Arena habe ich dein Maschinenareal noch nicht betreten. Frage ich mich sowieso, was der hier macht. Was ist das für ein Vieh? So, jetzt aber. Wollen wir mal ein bisschen was aufheben hier. Ta, das macht die Elle im Vorbeigehen. Ein Arm am Rücken. So. Oh, schön. Ja, ne? Wunderbar. So, und ein paar... Na, wie heißt's? Drähte haben wir auch gefunden. Das ist doch schön. Ich bleib bei dem hier. Chili, Nili, Billy, Banana. So, super duper. So, ich habe nicht mehr so viele Drähte. Das bedeutet, ich muss mir der Munition jetzt auskommen, die ich habe. Hier ist noch ein... So ein grünes Ding. Will zwar jetzt nichts sagen, aber... Hallo? Kann ich dir helfen? Hol Hilfe! Ganz ruhig. Wie heißt du? Was ist passiert? Herr Kurt! Hol Hilfe für Scheuerfels. Die Grau habe ich bekommen. Sie töten meinen Bruder. Töten alle. Nicht, wenn ich es irgendwie verhindern kann. Das kriegen wir hin. Grauhabichte. Was ist für ein... Ole. Ja, ist hier ganz in der Nähe, ne? Komm, das machen wir jetzt noch schnell. Drauf geschissen. Hauptquest hin oder her. Dem guten Mann helfen wir. Ja, mal gucken, wie lange ich heute aufnehme. Vor allem für wie viele Tage insgesamt. Einfach aus dem Aspekt her. Ich war Freitag. Also die letzten zwei Wochen waren arbeitstechnisch sehr, sehr anstrengend und sehr langwierig. Da hatte ich einfach nicht so viel Energie übrig, noch irgendwelche großartigen Let's Play-Akte oder so aufzunehmen. Grau habe ich. Das hier muss Scheuerfels sein. Ach, grau habe ich. Ich meine, komm schon. Habe ich entdeckt. So, der kriegt noch einen halt. Boah, komm schon. So, weg mit dir, du Lümmel. Oh, Elo, jetzt bleib mal entspannt. Guck mal, den holst du doch jetzt ganz schnell vom Himmel. Guck mal, der hat doch gesessen.
Jetzt heult mal nicht rum. Wir sind doch schon dran. So. So, der müsste doch jetzt auch hinüber sein. Jetzt warten wir eigentlich nur noch auf den hier. Auf Position, verdammt! Jawohl, Sniping, Miping. Wenn ihr jetzt in meine Pfeile reinrennt, übernehme ich keine Haftung für Pfeile im Knie. So. Was hat die Grauhaarige dazu gebracht, anzugreifen? Danke. Ich sollte mit der Person sprechen, die ihr das sagen hat. Das war schon die dritte Schar heute. Marme. Machen wir. Boah, Forbidden West wird so eine krasse Umstellung. Wenn ich bei 60 bis 120 FPS hier das Spiel spiele, ist das ziemlich geil. Und Forbidden West läuft halt mit knapp 30. Wenn ich einfach nur eine PlayStation 4 und keine 5 habe. Aber naja, ist halt so. Kann man nichts machen. Also ich mit dir reden. Regenbogen hat dich gebracht und du hast uns gerettet. Woher kommst du? Ein Mann namens Harcourt vor dem Dorf warnte mich. Verräter! Er sollte die Stellung halten. Ich leg ihn in Ketten. Er ist tot. Was? Dieser elende, faule Nichtsnutz von einem Bruder. Warum hört er nie? Warum? Er hatte Angst, du und die ganze Stadt würdet getötet. Hast du eine Ahnung, was die Grauhabichte herlockt? Gibt es etwas, das sie angelockt haben könnte? Liegt hier noch Maschinenschrott herum? Nein. Außerem Nutzenschrott. Nicht wie die Kaja. Die nehmen nur schöne Teile. Also ließen die Kaja hier Schrott liegen? Hier? Niemals. Wenn ein Kaja hier was liegen lassen würde, würde ich sie ihm in den Hals stecken. Warum glaubst du, dass Kaja hinter den Grauhabichten stecken? Dieser Außenposten sollte die Kaja abwehren. Jetzt kommen sie zum Handeln her. Schön. Ihre Scherben sind so gut wie andere. Aber jeder weiß, dass sie das Dorf wollen. Ist doch klar. Sie wollen doch jeden Ort. Und wie locken die Kaja die Habichte her? Wenn die Angriffe je aufhören, setze ich vielleicht einen Mann auf ihre Spur an. Er wird garantiert auf einen Kaja stoßen. Ja, wer weiß. Intrigen in den eigenen Mauern kann auch passieren. Ich war zu betrunken, um Nein zu sagen, als mein Bruder mich fragte. Okay, das ist cool. Sag mir, wo er ist. Ich will ihn beerdigen, wenn wir die Grauhabichte los sind. Ich war zu betrunken, um Nein zu sagen, deswegen bin ich der Bürgermeister. Am Flussufer. Cool. Verdammt, cool. Herrlich. Wie blöd, der Trottel. Danke, dass du am Ende bei ihm warst. Ich war zu betrunken, um Nein zu sagen. Das wäre mal ein Politiker. Verkaufen? Der wäre wenigstens ehrlich. Die Maschinen rufen. Wie bitte? Ist das eine Art Nora-Witz? Was? Das heißt dann wohl nein. Lass mich untersuchen, wieso die Habichte angreifen. Du hast viel zu tun. Wirklich? Nie bietet mir jemand Hilfe an. Liest du gut Spuren? Wenn du wüsstest. Das könnte man sagen. Also gut. Halt mich auf dem Laufenden. Hammer auf Stahl, dass ein Kaja dahinter steckt. Das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Untersuche Scheuerfels. Das Gerät sendet ein Signal. Vielleicht lockt das die Grauhabichte an. Geh aus! Geh aus! Shabbat. Was machst du da? Bei der Sonne. Es geht nicht aus. Das Gerät lässt Grauhabichte angreifen. Schalt's aus. Ich? Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Und nicht mal, wie ich es eingeschaltet habe. Es lag in einer alten Werkstatt. So. So macht man's.
So, das war's wohl. Jetzt rede. Warum klaust du Geräte, die du nicht mal verstehst? Meine Kunden verlangen nach außergewöhnlichen Stücken vom Rande der Zivilisation. Meine Abenteuergeschichten steigern noch den Wert. Wo sich niemand hinwagt, blühe ich auf. Es gibt nirgendwo Berge, die mir zu hoch sind. Mein Geschäft erfordert Opfer. Erfordert es auch den Tod Unschuldiger? Die Grauhabichte griffen alle im Dorf an. Ich wollte nicht, dass das passiert. Ich wollte nur die reichen Adligen zufriedenstellen, die nie ihr Haus verlassen. Du hast das Ding in einer Werkstatt gefunden? Ja, ich schlug mein Lager hoch auf dem Ostgard auf. Es war selbst für mich kein einfacher Aufstieg, aber ich schnürte mein... Deine Geschichten interessieren mich nicht. Gab es noch andere Geräte in der Werkstatt? Zurückgelassenes, wie ich es noch nie zuvor sah. Ein seltsames Behältnis widerstand all meinen Versuchen, es zu öffnen. Bei meiner Suche fragte ich mich, wie viele Geheimnisse in der Welt verborgen liegen, während wir voller Ignoranz unsere täglichen... Ein Gerät? Oh, nein, ich habe keins gesehen. Doch es könnte noch eins da sein und Schrecken verbreiten wollen. Was? Hast du die ganze Zeit über gewusst, dass das Gerät Grauhabichte anlockt? Bei der Sonne! Nein, ich hab's kurz abgestellt und als ich zurückkam, hätte mich eins dieser schrecklichen Viecher beinahe geköpft. Ich glaube ihm das, aus irgendeinem Grund. Das Gerät ist gefährlich. Ich muss diese Werkstatt finden und mich dort umsehen. Wo ist sie? Auf dem Ostgard, hinter meinem Lager. Doch als ich die Werkstatt verließ, zeugte ein Krachen von oben von Unheil. Ich sprang in den Fluss nur kurz bevor eine Lawine herabstürzte. Man kommt nicht mehr hin, denn der Weg ist zu unsicher. Na, das kriegen wir schon hin. Ich probier's. Und du, halt dich fern von der Werkstatt und versuch nicht noch mehr anzurichten. Ja. Ja. Ja, 500 Meter, die können wir mal schnell... Schnell auf einen halben Kilometer können wir mal machen. Der Kaja sagte, die Werkstatt sei bei seinem Lager auf dem Ostgrat. Gar nicht mal so weit weg von hier. Ja, soviel zum Thema. Mach's nur schnell mal die... Mach's nur mal schnell die Hauptstory. Das habe ich nun davon, aber ich würde diese Quest gerne weitermachen. Ich kenne die nämlich, glaube ich, gar nicht. Das war jetzt auch random. Sprich, ich habe das zwar schon mal durchgespielt mit allen Quests, die mir entgegengekommen sind. Aber davon war halt keine... Ja, die Quest war halt nicht dabei. Dementsprechend nehme ich die mal mit. Ich meine, es läuft ganz gut, mehr oder weniger. Natürlich gehe ich auch die Analysen durch, um zu gucken, wie gut es wirklich läuft. Das Spiel, also dementsprechend... Dementsprechend bringen mir zigtausend Aufrufe halt nichts. Wenn halt davon knapp 90%. Na, nicht ganz. 96% schalten nach 30 Sekunden ab. Hat mir der YouTube-Algorithmus heute gesagt. Dementsprechend bringt mir das nur vage was. Aber egal. Solange man ein bisschen Unterhaltung drin hat, ist es soweit okay. Will ich mich nicht beschweren. Für ein Hobby reicht es allemal. So, warte mal. War ich da oben schon? Kann ich mir den Aufstieg sparen? Nein, kann ich nicht. So, diesmal will ich aber ein bisschen schneller vonstatten gehen. So, muss ich mal gucken, ob ich die direkt one-hitten kann. Müsste eigentlich. Ja. Lauf doch nicht weg. So. Das wird
Na, super. Ich weiß nicht, woher dieses kam. Hat er schon fast Mitleid. Hallo. Hallo, ja, der Pfeil, ne? Der war... Eins war die Maschine auch ein Abenteurer wie ich. Doch dann hat sie einen Pfeil ins Knie gekriegt. Ins Gesicht. Ja, Skyrim hat mich nicht losgelassen. Gibt da jetzt einen Dingsbums, ne? Ein Multiplayer-Mod, den so viele so lange herbeigesehen haben. Der soll funktionieren. Bei Skyrim. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich darauf nochmal Bock habe. Hab das jetzt mehr als genug gespielt. Jetzt muss mal wieder was anderes her. Vor allem habe ich noch so viele Spiele, die ich spielen will. Ghost of Tsushima wird so ein... Ich habe jetzt gestern bei Twitch im Stream jetzt erstmal Dingsbums durchgepetzt. God of War. Und dementsprechend reicht das erstmal. Als nächstes wird wahrscheinlich so ein Mix kommen. Sprich, ich werde Ghost of Tsushima weiterspielen. Und da werde ich wahrscheinlich nebenher einfach die Aufnahme mitlaufen lassen. Weil das sowieso von der PlayStation... von der Blazy kommt. Hier ist das Lager des Wüders. Da kann man dann einfach also die... Da kann man einfach die... ja, da kann man YouTube ein bisschen als Daten... als Online-Datenspeicher missbrauchen, der für alle einsehbar ist. Und... Forbidden West wird als Let's Play-Projekt laufen. Damit habe ich jetzt erstmal mehr als genug zu tun. Es wird aber jetzt nicht so eine FPS-Freude sein wie hier. Einfach, weil ich noch keine PS5 habe. Aber ich habe ein Auge auf dem Markt und versuche mal irgendwann eine zu ergattern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nicht um jeden Preis. Also mir wurde ja vorgeschlagen, besorgt ihr auf jeden Fall eine PlayStation 5 um jeden Preis. Nein. Muss ich ganz ehrlich sagen, nein. Aua. Muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe letztens bei Alternate eine Chance gesehen, eine zu holen, aber für 880 Euro oder so, oder 820, da denke ich mir einfach... Nein. Als Serious Händler so einen Scampreis zu verlangen, dazu sage ich einfach nur nein. Mein UVP ist 500. Schnee. Oder 400 sogar. Ich bin mir gar nicht sicher. So, der kriegt aber so richtig eins in die Fresse. Er hat gesessen. Lol, Stufe 53 wollte ich eigentlich nie so weit machen. Was ist da? Sollte eigentlich ausreichen. Ja. Kann ich den eigentlich noch looten? Ja, der liegt da unten. Oh, schade, dass YouTube nur 60 FPS unterstützt, Leute. Über die 100 FPS wären hier so geil. Fuck.
Ich weiß, was kommt. Ich wette, ein Köder hat diesen Sturmvogel angelockt. Wenn ich das Gerät finde und zerstöre, sollte die Maschine verschwinden. Ich will den aber fertig machen. Da erstmal gucken, wie viele Fertigkeiten haben wir dann? Schaffen wir es, den Skillbaum fertig zu machen? Muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich liebe es. Wenn du halt irgendwie irgendwann alle fertig, alle, es hat was, so beides. Wenn du entweder wirklich überlegen musst. Okay, entweder machen wir den Sturmvogel und es juckt mir in den Fingern, echt. Oder wir machen diese Geräte kaputt. Doch ganz langsam machen. Warte mal, hat er irgendeine Schwäche? Stärke, Elektrizität. So, wollen wir mal gucken. Wir machen das jetzt langsam. Der weiß, dass wir hier sind, aber nicht wo. Sucht uns aber auch nicht, ne? Und jetzt angreife ich wieder rot. Von dir lasse ich mich nicht aufhalten. Ich treffe ihn aber auch nicht, ne? Ich kann jetzt auch nicht mehr so ewig viele Pfeile herstellen. Da müsste ich halt schon irgendwie gucken, dass ich so eine Schwachstelle finde. Gut so. Fuck. Er hat gesessen. Guck mich nicht an. Also haben sie schon ziemlich geil gemacht, ne? Kümmert euch einfach um eure Sachen. Och nee. Kann ich den nicht einfach... Ja. Das muss ich jetzt schätzen. Nach einfach irgendwie auf die Brust. Kann ich ihn nicht... Komm schon, kann ich ihn nicht scannen? Na. Warte mal, wenn ich ihm jetzt den Flügel anschieße. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. So, das ist gut. Ich habe den Ort gewechselt. Dementsprechend kann er mich mal gern haben. Kann er gerne meine Ausgangsposition suchen, ist kein Problem. Alter, ey Leute, ich will zwar jetzt nichts sagen, aber der läuft noch. Warte mal, vielleicht kann ich ja von hier. So, wenn ich mich hier verstecke. Natürlich kein Draht mehr, aber das muss nichts heißen. Vielleicht habe ich ja noch irgendwas in den Schatzkisten. Als hätte ich es gewusst. Also ich habe es nicht gewusst, dafür habe ich das Spiel zu lange nicht mehr gespielt, aber
Jo, der hat gesessen. Bleib da, bleib da. Ein Problem weniger. Jetzt sollte ich mich um den Köder kümmern. Ihr habt das auch gesehen, oder? Was war das? Bitte. Weiß nicht warum, aber... Vor allem, wo liegt der Schrott? Will zwar jetzt nichts sagen, aber das war lustig. Ich habe schon gedacht, what the fuck? Naja, es sind immerhin so kleine Bugs, die halt schon lustig sind, ne? Also die machen jetzt nicht unbedingt den Bock fett. Erledigt. Der lockt keine Maschinen mehr an. Was haben wir hier? Notizen. Der Wal steckt also dahinter. Brillant. Und gefährlich. Jetzt erstatte ich in Scheuerfels Bericht. Na, immerhin. Der Wal, dieser kleine Lümmel. So, wollen wir nach Scheuerfels gehen und sagen, dass es der gewesen ist. Den haben wir ja schon in den Sack getreten. Das hätte unser aller Ende bedeuten können. So, wo... So, ja, ich muss ja da hoch. Ja. Ich kann nur durch die Leiter hoch. Nehmen wir mal die Vorräte mit. Ich habe dir einen Gefallen getan, ich darf das. Ich habe einen weiteren dieser Köder gefunden und vernichtet. Das Problem sollte gelöst sein. Feuer und Spucke, das hätte ich nicht gedacht. Und wenn es davon noch mehr gibt? Die Werkstatt, wo ich ihn fand, ist verlassen. Ihr seid sicher. Gut. Meine Truppe und mein Bruder hätten in die Hände gespuckt und sie dir gereicht. Im Namen von Scheuerfels. Die Hände und gespuckt Familie, und mir gereicht. Dank. Ja. Darauf kann ich verzichten, aber ist okay. Gut, super. Haben wir das auch schon gemacht. Jetzt aber eigentlich. Ach nein. Ich war hier. Ich. Ja. Na komm, ist egal. Ist jetzt egal. So, bum. Machen wir mal weiter. Außergewöhnliche Belohnungskiste. Paar EP. Na siehste, ist doch super. So, müssen wir einfach in diese Richtung laufen. Hallo Fuchs! Keine Angst, ich brauche nichts von dir. Begib dich zum Bitterklamm. Ist okay, ich mache. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Ist das wirklich der Weg, Tatsache? Sollte vielleicht von einem... Lass die jetzt mal in Ruhe. Müssen wir mal ein bisschen vorwärts kommen. Ich kann ja nicht die ganze Zeit hier nur Maschinen jagen. Das macht zwar Spaß, aber ein paar Drähte bräuchte ich noch. Das wäre vielleicht gar nicht mal verkehrt. Entschuldige, Gazelle. Wollte ich nicht. So. Also normale Pfeile können die ja fressen. Ich meine, Stock und Scherben haben wir ja zuhauf.
Aber dreht. Ich bin mal gespannt, ob die überhaupt Drähte droppen. Das aber gehört jetzt mir. Yes! Da hast du vollkommen recht, Aloy. Da will ich dir auch nicht widersprechen. Ich bin bereit. Ich habe keine Wahl. Ich gerade selbst down gehauen. Lauf doch nicht weg, du Lümmel! Arschloch! Erst den großen Mogo machen und jetzt abhauen, oder was? Das war schwach. Was ist denn mit dem los? Technik nehmen wir ganz so beisammen, ne? Glaube, hier gibt es nicht mehr so viel, was er rufen kann. Also dementsprechend können wir uns auch ein bisschen entspannen, Mädchen. Es ist immer, ich weiß nicht, was ist mit mir und Horizon, was das ist, kann ich euch gar nicht sagen. Weil auf der einen Seite ist es immer so eine Zierde, dieses Spiel zu beginnen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt auf. Aber wenn ich dann dran bin, kann ich aber auch nicht mehr aufhören. Oder nicht mehr so richtig. So, ich muss jetzt eigentlich erstmal hier das Lagerfeuer erreichen. Bringt mir natürlich nichts, wenn ich halt nicht hin und her schnell reisen kann. Sieht auch ganz gut aus. Keine Maschinen im Weg, nichts. Niente, nada, nothing. Nur ein Bach. Warte mal, ich will mal was gucken. Kann ich irgendwas herstellen? Tragekapazität. Ja, nee, das brauche ich alles nicht. Das brauche ich alles nicht zwingend. Düt, 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 düt. Es wird ein neues Gebiet in den Rahmen geladen. Gut, das haben wir gefunden. Wunderbar. Machen wir gleich wieder zurück. Nee, wenn das Gebiet groß ist und was in den Rahmen geladen werden muss, dann merkt man schon, die FPS-Zahlen ein bisschen nach unten gehen. Es liegt einfach daran, dass ich noch DDR3-Rahmen habe. Die Grafikkarte macht das locker mit. Die... Pff. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber die kommt nicht mal ins Schwitzen. Ein bisschen. CPU ist halt die ganze Zeit am Rattern. Ja, GPU-Nutzung knapp 80 ist auch okay. Kann man jetzt auch nichts sagen. War nicht ganz die schlaue Idee. So. Also wenn die jetzt keinen Draht geben, dann... Doch, 4 Stück, das ist doch schon mal super. Oh, das war nötig. Naja. Ich meine, wir haben jetzt einen Pferdekuss gekriegt, der war okay. Aber so schlimm fand ich den jetzt nicht. Wir haben jetzt aber wieder ein paar Drähte, 22. Das ist gut. Dann können wir doch schon mal eigentlich weitermachen. Ich finde es halt interessant, dass wir halt von der Quest her die Hauptquest auf Level 28 machen. Während wir hier mit Level 50 oder so rumpimmeln. Ja. Die Reichen berauben, etc. Wir haben noch so viele Quests offen.
Mörderklaue, vor allem die großen, die geben halt richtig EP. Hier 13.330, das ist eine Menge. Aber ich will das Spiel jetzt nicht zu 100% durchpetzen. Weil irgendwann müssen wir auch mal vorbei. Ich kann nicht 200 Parts Horizon machen. Das geht nicht. Ich bin mal auf Forbidden West gespannt. Weil das habe ich... Also im Vergleich zu Horizon Zero Dawn habe ich Forbidden West nicht gespielt. Das bedeutet, das gammelt seit fast einem Monat bei mir als Cartridge auf der Play, für die Playsee hier herum und wartet darauf, dass ich es zocke und ich will es echt blind mit euch spielen. Deswegen will ich es auch als Let's Play machen, nicht als Stream oder sonst was, dass ich mir die Zeit nehmen kann, um einfach ein natürliches Gameplay zu erzeugen. Punkt aus, fertig. So, bei Zero Dawn ist es halt so, ich habe es privat schon mal gespielt, mit allem drum und dran. Hat auch Spaß gemacht. Und so weiter und so fort. Dementsprechend, ja, im Stream habe ich es auch mal relativ gut gespielt. Und diesbezüglich ist das jetzt nicht mehr zwingend... natürliches Gameplay, einfach aus dem Aspekt her, ich kenne es halt größtenteils schon. Dementsprechend muss ich mich halt auch mal ein bisschen zurückhalten, wie zum Beispiel nicht zu spoilern, etc. 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 Deswegen fand ich es ein bisschen schade, dass ich Horizon Forbidden West im Stream angespielt habe. Aber auf der anderen Seite... hier ist relativ ruhig. Ich muss auch in diese Richtung, oder? Lass mich raten, ich muss klettern. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Ja. Weil der Intro, das Introfilm ist halt nochmal eine Zusammenfassung von Zero Dawn. Dementsprechend... Der Weg auf den Berg wird schwierig. Dort lauern überall bösartige Maschinen. Verdorbene Maschinen? Nicht verdorben, aber sie tolerieren keine Menschen. Warum überrascht mich das nicht? Ich mag ja solche postapokalyptischen Games. So generell. Habe ich auch bei Nier Automata gefeiert. So diese alten Ruinen einfach mal besuchen und so weiter und so fort. Ich hätte darauf Bock. So Lost Places und so ein Shit. Tische an der Ebene. Wächter auf der anderen Seite. Lass mich raten. Ich sehe aber nichts. Lass mich raten, die kommen erst alle noch. Das sieht doch schon so nach Kampfarena aus. Und das sind doch schon... Oh, Pirscher. Kann ich dem nicht zuvorkommen? Doch, kann ich. Vielleicht habe ich ja genug Schaden. Lass mich raten, ich kann ihm erst später Damage machen. Und natürlich finde ich den nicht. Das habe ich mir schon fast gedacht. Das Spiel will mich also hier zu einem Duell zwingen. Kann ich das irgendwie aktivieren? Nee, ne? Habe ich jetzt eure Aufmerksamkeit? Ja, hat wehgetan. Ich mag die überhaupt nicht. Ich find's scheiße. Dass du hier zu so einem Kampf gezwungen wirst.
Oh, Maus zu ab. Aua. Der Jagdbogen, ne? Habe ich dich getroffen, du Lappen. So, mach Sitz. Holla Lümmel. Ja, nee, das ist halt so eine Sache, da wirst du halt wirklich, ich glaube, das hatte ich beim ersten Mal auch ein bisschen hinterfragt. Und im Stream habe ich das dann auch später vor 2 Jahren. Oh, bestimmt 2 Jahre her. Hinterfrag mich da jetzt bloß nicht, was da abging. Aber das hatte ich damals auch schon gesagt, dass ich das ein bisschen schade fand. Weil gerade die Pirsche halt echt meine Nemesis sind. Und ja. Hier wirst du halt zu so einem Kampf gezwungen. Das bedeutet, egal wie du es anstellst. Ich glaube, du sollst vom Spiel aus, wenn du sie... Du kannst sie zwar sehen... Aber du kannst sie noch nicht angreifen. Du wirst halt zu einer gewissen Nähe gezwungen. Und ich glaube, das waren dann auch alle. Oh, aber an sich sind diese kleinen Minen ja schon geil. So läuft's lang und die kommen einfach hoch und nie, nie, nie. Wie so ein kleiner roter Teppich. Wenn die nicht Aufspürwaffen von den Viechern werden. Kriegst aber auch gut Heilung hier. Also der asiatische Minister für Gesundheitswesen, der Dr. Heilung, ist gut vertreten. War der gemein? Ein bisschen. Ja, wird jetzt ein bisschen länger, weil den Aufstieg machen wir noch. Alter, die Aloy, die muss Arme und Schenkel haben, ey, wie Steinbrecher. So wie die hier die ganze Zeit rumklettert. Ich bezweifle, dass sie überhaupt denken. Es ist eher ein Instinkt, der sie zu ihrem Grab zieht. So, gehen wir mal hier speichern. Können wir auch den Part mal gut beenden. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn mir keine Titel für diese Dinge einfallen, weil irgendwann ist mir auch... Irgendwann ist auch... genug mit hier Titel und allem drum und dran, weil, na, brauchen wir jetzt nicht. Ihr wisst, was für eine Nummer es ist, wenn es Ende ist, Ende, fertig. Macht's gut, Leute. Haut rein. Tschüss.